Den sieht man Gott sei Dank optisch nicht, aber es ist halt dann ein Debuff, den man hat, wo man dann halt, ja, den man auskurieren muss oder ausheilen muss und so. Ich tue mal die Steine durch in die Kisten rein. Wenn ich die richtige Kiste finde, da, ja. Sulfur, das habe ich noch gar nicht gehabt. Ah, das ist Spoiled Meat, das ist schon kaputt, weil wir es zu lang mit uns herumtragen haben. Das gehen wir da rein, das wird dann einfach zur Kohle. Kohle habe ich extrem viel, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Da könnte ich ein paar Holzsperre reingeben. Ja, komm, Bone Arrow, die ganzen Pfeile, ich weiß nicht. Ja, ich sollte vielleicht mal mit Pfeil und Bogen spielen, hä? Crafting, craften wir uns einmal so einen Bogen. Zack. Auf Nummer 5. Aber wenn dann mit gescheiten Pfeilen, also nicht mit die Loi-Pfeile da, sondern mit diesen Stein-Arrows, sondern mit die Bone-Arrows. Da bauen wir dann noch ein paar. Wie viel können wir maximal? 27, nein, ich sage mal 20 reichen. Zack. Gut, dann kommt das Silizium noch da rein. Fisch können wir dann auch noch machen. Können wir auch noch jagen gehen. Das ist, glaube ich, sogar noch am einfachsten zum Farmen, der Fisch. Das war schon mit dem Sturm, oder was? Schauen wir kurz einmal raus. Ja, da scheint schon wieder die Sonne. Cool. Gehen wir Fisch jagen. Gehen wir fischen. Ja, super. Und die Hütte ist schon wieder im Arsch. Irgendwie, glaube ich, langsam scheiße ich drauf und lasse das einfach dahin vegetieren, das Zeug. So, Angeln haben wir noch keine. Ich gehe mal davon aus, dass es in weiterer Folge vielleicht Angeln geben wird. Jetzt müssen wir noch mit Pfeil und Bogen fischen. Ja, Raccoon, dann lass ich mal Raccoon sein. Und Waschbären. Und dann die Fische. Da ist ein Fisch. Ja, wow. Ja, Treffer. Steppert. Aua. So, grüß Gott, Fisch. Da haben wir einen Fisch auch gefarmt. Yippie-ay-ay. Was gibt der? Aha, Rauffisch. Den habe ich noch gar nicht gemacht. In dem Spiel. Den werde ich doch gleich einmal am Griller schmeißen. Allein als Orientierung sollte ich das eigentlich immer repariert behalten. Naja. Egal, das Wochenende ist eh gleich um. Also, ich kann eh nur noch heute spielen. Ich werde jetzt auch nicht mehr allzu lang machen. Ich habe jetzt nur fürs Video noch ein bisschen aufgedreht. Dass ich für einen Dienstag ein Video habe. Wie gesagt, ich habe gestern schon einige Stunden gespielt. Ein ganz geiles Spiel, gefällt mir ganz gut. Das einzige Problem, was ich jetzt noch sehe, ist, dass du irgendwann einmal nur noch dasselbe machst im Prinzip. Und da hoffe ich, dass sie sich noch was einfallen lassen werden, beziehungsweise dass die kommenden Wochen dann, wo eben die ganzen Beta-Wochenende kommen, dass sie da dann irgendwie neue Ideen halt noch einbringen oder so. Ja, dass eben nicht fad wird auf gut Deutsch. So, den Fisch wollte ich machen. Ja, der müsste dann eh automatisch, glaube ich. Also macht nämlich noch das Fleisch jetzt. Ist das so, wenn ich das weiter nach vorne reihe, dass dann der Fisch zuerst gemacht wird? Ich denke ja. Egal, werden wir dann sehen. Leider, ja, ich habe so viel Zeugs, wo ich noch nicht, gar nicht weiß, was ich damit eigentlich dann im Endeffekt machen soll. Weil ich habe da nichts Cooles jetzt dabei, wo ich sage, okay, nice, das möchte ich jetzt unbedingt machen. Oh ja, Blödsinn, die Crafting Bench habe ich, die habe ich letztens noch gelernt. Habe ich die schon aufgestellt? Na. Genau das wollte ich machen, die Crafting Bench. Let's go for the Crafting Bench, Alter. Zack, was brauche ich dafür? Ein bisschen Wood noch und ein bisschen Fiber. Fiber haben wir da Unmengen drinnen. Und Wood werden wir uns schnell einmal aus dem nahegelegenen Wald holen. Okay, das sollte genügen. An Materialien. Na, kraft man den Spaß einmal. Solche Sachen stelle ich immer in die Höhle dann rein oder halt in ein Gebäude, wenn man es hat. Weil die durch Stürme zerstört werden können. Zumindest ist mir das mal passiert mit
mit so einer kleinen Holzkiste. Und ich möchte nicht, dass mir das eben nochmal passiert. Eine Frage ist noch, wie stelle ich das? Ich stelle sie mal da nach hinten und versperre mir dann den Weg, das ist so cool. Da vielleicht so. Das kann man noch drehen ein bisschen. Ja, das ist ein guter Platz. Das gefällt mir gut. So, was kann ich hier tun? Rain Reservoir. Geil. Das stimmt, das habe ich ja gelernt letztens noch. Okay, dazu brauche ich aber noch ein paar Steine. Das ist natürlich cool. Weil Regen, den kann man ja bedenkenlos trinken, meines Wissens nach. Wenn man den sammelt. Natürlich darf der da auch nicht tagelang stehen, das ist auch klar. Auf der rechten Seite, wo immer Stone steht, weil ich das ja gerade abbaue, sieht man auch die Gesamtzahl an Steinen, die wir gerade im Inventar drinnen haben. Also jetzt sind wir gerade schon bei 67. Aber das nur als kleiner Tipp, falls ihr das Spiel auch einmal spielen solltet. Gibt es ein paar Kniffe in dem Spiel, sage ich einmal, die einem das Leben erleichtern. Beziehungsweise, ja, einfach Augen offen halten. Dann seht ihr alles selber. Ich meine, rechts oben die Temperatur, die ist jetzt noch relativ irrelevant, weil es einfach nicht eisig ist oder irgendwas. Ja. Ich nehme mal an, es wird auch so richtige Schneewelten geben oder was. Also so richtig Minusgrade auch, kann ich mir gut vorstellen. Wo man dann eher darauf achten muss, dass man auch ein warmes Gewand sich zulegt. Weil, ja, Survival Game halt, das gehört dazu, sage ich einmal. So, und was auch dazu gehört, zu einem ordentlichen Haushalt, ist ein Regenreservoir. Man hat es, man kennt es, vor allem in Wien hat das ja jeder. Nein, hat man nicht. So am Dach oder so. So, gut. Achso, jetzt wollte ich, ja, muss ich rausstellen, ne? Weil drin macht es wenig Sinn, oder? Ich hoffe halt irgendwie, dass das nicht zerstört werden kann. Das wäre sonst minimal blöd. So, wo ist denn der Spaß? Water can be consumed directly from the reservoir. Ja, genau. Aber ich hätte das da rausziehen müssen, oder wie? Ah, geil, ich habe dann ein eigenes in der Workbench. Habe ich dann ein eigenes Inventar. Okay, das ist cool. Ja, gut. Ich stelle das jetzt natürlich. Ich muss das rausstellen, also. Geil, okay. Ja, das schaut relativ stabil aus. Mit dem Stein und so. Also, ich glaube, das wird uns der Sturm nicht zerstören. Bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. O2 brauchen wir mal wieder. Das werde ich jetzt auch sammeln gehen. Nicht, dass mir das ausgeht, weil das wäre ein bisschen blöd. Bin gespannt, nachdem ja die Beta jetzt für Woche 2 endet heute, ob ich in 2 Wochen dann mein Zeug noch habe, meine Hütte und so. Beziehungsweise auch, ob ich meinen Level 10 noch habe. Das wäre auch ganz interessant. Weil natürlich kann es sein, dass alles quasi resetten dann alle 2 Wochen, aber gut, das sehe ich dann, wenn es soweit ist. Ne? So, da haben wir es. Das ist lebenswichtig. Das sammle ich immer ein, wenn ich es gerade sehe, zufälligerweise irgendwo. Ja, und manchmal mache ich halt so meine Farmruns, wo ich dann einfach nur das einsammle. Müssen wir wieder ein bisschen warten, wegen Stamina. Also wegen der Ausdauer. Ich wundere, dass wir noch keinen Bären gesehen haben. Den möchte ich euch zumindest noch von der Weite zeigen. Kein Bock an dem zu krepieren. Das wäre sehr blöd, weil wir würden alle unsere Materialien verlieren, die wir gerade dabei haben. Nein, der Bär ist da! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Arbeit damit, arbeit mit uns! Scheißegal, scheiß am Fallschaden! Laufen, 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 laufen. Ich bin dem noch nie davon gelaufen. Ich habe es noch nie probiert. Ich laufe jetzt einfach. Irgendwo in die Richtung muss unser Gebäude sein. Ich darf mich nicht umdrehen. Ich bin tot. Dieser Bär ist fucking imber. Eigentlich nur Level 30. Ich sollte mich echt einmal erwehren gegen den Sack. Ja. Gut, bin ich gestorben auch einmal beim Vorzeigen des Games. Natürlich auch geil. Muss man mal gesehen haben. Wir können mit F dann respawnen. Das dauert eine halbe Ewigkeit. Zack, ja. Und spawnen dann in der Höhle neu, wenn man eine Bettrolle hingekriegt hat. Weil wenn nicht und auch zugewiesen hat, dass das der Spawnpunkt sein soll. Das muss man noch zuweisen extra. Ja, und alles weg. Alles weg, was ich gefarmt habe. Und das war jetzt gar nicht mal so wenig.
Das heißt, die letzten 15 Minuten oder so waren umsonst. Ja, beziehungsweise haben uns sogar noch extra gekostet, weil... Verdammt! Ich muss jetzt natürlich alles wieder farmen gehen. Also wir brauchen Holz, wir brauchen Stein, damit ich die ganzen Grundsachen da bauen kann. Also eine Axt und eine Hacke. Geiler Schmorn. Das heißt, wir brauchen da das Zeug, was im Boden rumliegt. Wie Steine und Hölzer. Was ist das schon wieder für ein Geräusch? Ah! Garstige! Böser Wolf, gib Platz! Ah, Level 7 ist der, okay. Ja, dann wird es mit Level 30 Bären vielleicht doch noch nichts. Ja. In einer halben Stunde Ingame-Time, also um 19 Uhr, kann man sich da noch hinlegen, also Ingame-mäßig. Und schläft dann, glaube ich, bis 7 am Morgen oder so. Auf jeden Fall so, dass es dann wieder halbwegs hell ist. Ja. Ah, Flare Arrow. Okay. Den möchte ich mir noch anschauen, weil den kenne ich selber noch nicht. Den habe ich zuletzt gelernt, wie ich auf Level 10 hochgelevelt bin. Und da bin ich gespannt, was das kann. Da brauchen wir Tester. Und ja, dann könnte man eigentlich schon herstellen. So, da haben wir ein paar. Dann einen Bogen noch. So, Bogen auf die Nummer 5. Ah ja. Der glüht ja. Das tut sicher weh. So ein glühender Pfeil im Gesicht. Jetzt muss ich nur noch ein Tier freiwillig melden. Oh, Moment, das bauen wir ab da hinten. Ah, weiter Incoming. Incoming Storm, und dann können wir noch schauen dann. Das baue ich jetzt noch ab. Ob jetzt wirklich dann auch das Regenreservoir gefüllt wird und vor allem auch, ob es überlebt. Das Teil. Oder ob es dem Sturm zum Opfer fällt. Ich glaube, wir dürfen wieder raus. Ohne Schaden zu bekommen. Es steht zwar oben Storm Incoming gerade, aber momentan dürfte es weit passen. So, ich probiere das jetzt gleich. Das After Drink, ja, gern. Okay, wir sind wieder voll mit Wasser. Alles klar. Und es ist noch immer was drin. Und es hat überlebt. Ja, geil. Ja, was ich noch anschauen wollte mit euch, ist eben der coole Pfeil da. Der glühende. Ah, was du? Was? Hä? Okay, überhaupt nicht übertrieben. Schauen wir mal, ob wir jetzt treffen. Was ist das? Moment, das ist nicht zum Jagen, oder? Das ist für diesen hier. Das ist zum Position angeben. Ja, okay. Das ist dann quasi für seine Mates, damit sie wissen, okay, dort ist der. Ja, da bin ich, ne? Okay, na gut. Hätten wir das auch noch gesehen? Ah, was wird denn das so hell? Das ist ja Wahnsinn. Das tut schon ein bisschen weh in die Augen. Aber gut. Hätten wir das auch noch gesehen? Ich farme jetzt noch ein bisschen Oxygen. Ich sage aber, für die Folge war es das jetzt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt jetzt vielleicht auch ein bisschen euer Interesse geweckt an dem Spiel. Euch ein bisschen Tipps geben können. Gerade für Neuensteiger ist das. Oder für Leute, die das zum ersten Mal spielen, vielleicht noch ein bisschen nicht ganz so logisch, was zu machen ist. Zum Beispiel habe ich relativ lang gebraucht, um zu verstehen, dass man Oxide einfach mit rechter Maustaste konsumieren muss, also sich ins Gesicht schmeißen muss. Wie gesagt, danke euch fürs Zusehen und Baba.